hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Outland bei den beiden Schwestern, dem vermutlichen Endboss des Spiels. Was? Hä? Ach so. Ich dachte, die können mir nichts anhaben, wenn ich die gleiche Farbe trage. Habe ich mich getäuscht? Ich fange mal hier lieber ein bisschen langsam an. Im Sinne von, ich werde hier nicht meine Energie rausballern, sondern erstmal gucken, dass ich diese Teile hier mit dem Schwert erledige. Na? Mann! Was ist denn hier los? Autsch. Okay, da kann ich durch. Ey! Sehr fies, dass ich da plötzlich Schaden kriege. Autsch. Naja, nicht Autsch. Das ist hier mal wieder das alte Problem der Koordination. Ach so, okay. Der Strahl tut mir tatsächlich dann weh, wenn ich die andere Farbe habe. Das Endstück tut mir immer weh. Nun denn, es gibt ja nur noch einen von den Strahlen. Ist ja gleich erledigt. Ich warte mal, bis er zu mir kommt. Ey! Ich sagte, bis du zu mir kommst. Das hat jetzt so gut geklappt. Okay, wie komme ich da jetzt ran? Ich von mir aus ran? Das könnte klappen. Ja! Was? Ist ja fies. Geht es einfach weg, ohne dass ich reagieren kann. Nun, was soll's. Autsch. Ich sollte mich vielleicht hier ein bisschen... Ah, dafür... Oh, verdammt, der Schlag braucht jetzt 2 Punkte Energie. Ich habe jetzt leider Angst, dass ich da Schaden kriege und ich habe noch 3 Herzen. Blau kann ich hier leider nichts anhaben. Aber ich kann natürlich... Ich wollte gerade sagen, ich kann natürlich die blauen Kugeln entfernen, um dann gefahrlos rot dort zu sein. Au! Verdammt! Verdammte Axt! Holy moly! Was tue ich hier? Ich weiß es nicht. Warum tut mir das weh? Was? Och nö! Verdammt! Das ist ja ein fieser Boss. Wahrscheinlich ist das einfach nur eine Übungssache, so wie oft bei den Bossen in solchen Spielen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich jetzt da besser werde. Wo bin ich? Ach, da bin ich. Nun denn, dann bringen wir mal ein bisschen Abwechslung hier in die Sache und gehen einfach mal links rum. So, an meinem Laubte. Ach, guck mal. Wegen Übung und so, ne? Das war's ja jetzt eigentlich schon. So, wie war das? Die Äußeren, die verschwinden. Also gehe ich jetzt nach innen. Au. Noch einer? Echt? Hab ich den übersehen? Meine Güte. Den habe ich übersehen. Wie komme ich jetzt da runter? Ich sehe nicht, wo die Plattformen da unten sind. So, jetzt muss ich aber da hoch. Genau, so war das doch. Und
dann warte ich mal eben ab, bis die Plattform hier rüberkommt. Ups. So, was ich vorhin ausprobieren wollte, war hier die Kugeln zu entfernen. Das ist aber natürlich Unsinn, so wie es auch. Au! Was war das denn? Was hat mir denn da bitte gerade weh? Ich bin doch voll vorbeigesprungen. Bin ich nicht? Ich dachte eigentlich, wie wäre das? So, damit hätte ich die zweite Phase. Wie komme ich da jetzt ran? Wahrscheinlich komme ich da gar nicht ran, sondern ich muss mir die Inneren schnappen, ne? So wie es aussieht. Au! Das war dumm. Das war dumm, hier die falsche Farbe zu haben. Ups. Ah, ich verstehe. Die Äußeren sind eigentlich nur dafür da, mich davon abzuhalten. In ein und derselben Farbe hier durchzuwechseln. Moment. Ich komme nicht von oben an die Teile ran. Ich muss hier von der Seite ran. Au! Sowas meinte ich. Okay. Noch mehr? Nein, nicht die Farbe wechseln. Okay, ich muss doch nach außen. Okay, gut. Ich hole mir die Teile, wenn sie hier oben sind. Also hier. Die Frage ist nur, wie komme ich da ran? Wie zum Henker komme ich da dran? Ich kann hier natürlich den hier machen, ne? Aber dann kann ich leider die Farbe nicht mehr wechseln. Oh Mann, zweiter Versuch. Nee, dritter Versuch. Ach, herrje. Naja, ich schätze mal, es geht jetzt nochmal schneller als beim ersten Mal. Siehst du? Das war schon die Nummer 1. Diesmal gehe ich wieder nach rechts. Damit hier nicht immer das gleiche passiert. Na? Doch. Na, nein. Sag mal, irgendwie ist heute ein bisschen der Wurm drin. Vielleicht hätte ich auch nicht eine neue Aufnahme machen sollen, ganz kurz vorm Endboss. Weil ich jetzt natürlich wieder ein kleines bisschen außer Übung bin. Andererseits ist das hier ja schon der dritte Versuch. Von daher wird es schon. Das war dumm. Ich dachte, das käme in Blau. Und natürlich gehen sie durch die Plattform. Ja, hätte ich vielleicht ein paar drauf achten sollen. Aber nur vielleicht. So, einmal blau, bitte. Das klappt nicht auf einmal. Ah doch, das klappt auf einmal, tatsächlich. Guck mal. 9 Schläge. Das heißt, ich muss jetzt nur noch abwarten, bis die Kugeln rot werden. Und dann kann ich das hier tun. So, das war die zweite Phase und ich habe noch alle außer 2 Herzen. Das heißt, ich bin jetzt wieder da, wo ich eben war. Diesmal bin ich natürlich besser als beim letzten Mal. Gar keine Frage. Ich muss nur irgendwie... Vielleicht sollte ich nicht mit der Rotation laufen, sondern dagegen. Menü, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Nicht daran. So auch nicht. Tja. Jetzt, was? Ach, ich häng da dran. Okay. Ja, soviel zu dem Thema, es läuft besser. Tut's gar nicht. Timing und so.
Ah, das ist ja aber fies. Sich hier kreuzen in getrennten Farben. So. Was? Oh Mann! Was tue ich hier? Ein Herz, ein Herz, ein Herz. Dankeschön. So, die inneren habe ich. Ey, ich hab doch... Komm schon, ich bin gesprungen. Das ist fies. So, jetzt kann ich aber den hier tun. Die Frage ist nur, wie komme ich an das Herz ran? Das wird gar nicht so einfach, wie es aussieht, ne? Ah, ich habe hier tatsächlich ein Jumppad immer unter mir, so wie es aussieht. Das ist natürlich praktisch. Das doch mal so. Das kostet ja auch immerhin nur einen Energiepunkt. So, rot, blau. Ach, der letzte ist da drüben. Ich dachte, es wären noch zwei. Ja, siehst du mal, es sind noch zwei. Bin ich doch richtig. So, rot und. Immerhin, einer weniger. Der andere ist hier drüben. Oh mein Gott. Was für eine Koordinationsorgie. So, das war die Phase 3. War es das etwa schon? Sieht nicht so aus. Okay. Ich hätte gerne die Herzen, die da draußen sind. Wie komme ich da ran? Da komme ich so ran. Da komme ich so gar nicht ran. Oh nein! Das ist ja fies! Das ist ja gemein. Da komme ich gar nicht hin. Wie kriege ich die jetzt? Gar nicht, so wie es aussieht. Nein. Blau bleiben. So. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hoffentlich überlebe ich das, ey. Ich bin jetzt hier mal ganz vorsichtig. Immerhin wechselt es beim Richtungswechsel nicht auch noch die Farbe. Verdammt! Die Farbe gewechselt. Viel zu früh. Ich dachte, der Ring ist da unterbrochen an der Stelle, in der ich bin. Aber nein, natürlich nicht. Ich habe den unterbrochen, ich Depp. Ah! Mist! So, hier bin ich wieder. Ich habe es geschafft, hier mit relativ wenig Schaden durchzukommen. Und ich habe festgestellt, man kann diese Viecher hier draußen tatsächlich auch einfach... ich laufe direkt in die falsche Richtung. Tatsächlich manuell besiegen, ohne den Strahl, indem man sich einfach hier oben hin platziert. Zumindest ist so die Theorie. Denn hier oben steht sie dann schön hoch von der Plattform. Und man kann sie einfach treffen. Ich versuche das Ganze jetzt mal. Sekunde. Ist das Mikrofon an? Ja, das Mikrofon ist an. Ich hatte das zwischendurch aus. Hä? Achso, ich hatte schon die richtige Farbe. Ja, okay. Ich vergesse manchmal so ein bisschen, welche Farbe ich gerade habe hier in diesem Trubel und diesem Durcheinander. Leider. Leider, leider, leider. Haben die jetzt diesmal keine Herzen gebraucht. Was ich natürlich geil gefunden hätte. Aber was soll's? Ich habe immerhin 4 Lebenspunkte noch. Das sollte reichen. Theoretisch. Zumindest. Jetzt, wo ich weiß, was für einen dummen Fehler ich da letztes Mal gemacht habe. Ja, so viel dazu. Ja, nee, siehst du mal, die rote ist schon weg. Ich bin jetzt mal hier ganz safe und fahre hier einfach rüber. Während die Plattformen sich bewegen. Einfach mit den Plattformen mit, statt hier rüber zu hüpfen oder so. So, das war diese Phase.
bin gespannt, was jetzt kommt. Oh mein Gott, will ich das wirklich wissen? Ui, da hatte ich ja Glück gerade. Werde ich hier blau? Na, komm schon. Kriege ich vielleicht irgendwann mal wieder ein bisschen Lebensenergie dazu? Das wäre echt ein Orkel. Ich weiß ja nicht. Hä? Wie wurde ich denn gerade geheilt? Okay, wo kommt das denn her? Jedes Mal, wenn ich... Ja, natürlich wechseln sie die Farbe in dem Moment. Das war ja klar. Natürlich. Wann denn auch sonst? Okay, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich bleibe jetzt mal hier oben. Und schnapp mir mal die ganz langen zuerst. Hier zuerst. Ah, da ist ein Herz. Siehst du mal. Ja, okay. Ich bleibe jetzt hier oben und schnapp mir erstmal die... die hier ganz außen sind. Ich glaube, ich die einfachsten. Zumindest, wenn man mal den Trick hier raus hat. Vielleicht geht es nachher ja auch mit denen, die ein Stück weiter innen sind. Gut finde ich ja, dass die dann kurz anhalten, wenn sie trifft. Das macht das Ganze immer ein bisschen einfacher. Und wieso zum Henker hat er sich gerade nicht festgehalten? Ah, komm schon, nicht reinhüpfen. Reinhüpfen ist dumm. Warum mache ich sowas? So. Ich würde mal sagen, der Kampf nähert sich langsam dem Ende. Hoffe ich jedenfalls. Okay. Gibt's noch? Ah, natürlich bin ich jetzt reingefahren. Gibt's da noch ein weiteres Teil, das nach außen geht? Nein, nur noch die drei inneren. Schau ich doch mal. Ah, das war falsch reagiert. Dann schaue ich doch mal, wie ich die kriege. Vielleicht so. Ja, und ich kriege ein Herz. Sehr schön. Ich will natürlich jetzt in die andere Richtung. Hier rüber. So, ein Herz. Ein Herz, ein Herz. Das will ich. Da führt kein Weg dran vorbei. Das lasse ich mir nicht nehmen. Denn ich weiß ja nicht, was hier noch alles kommt. Ach so, verstehe. Die Phasen wechseln sich immer ein bisschen ab, extern und intern. So wie es aussieht. Okay, ich kann hier also nur noch zweimal draufhauen. Bevor die Knubbel mich einholen. Nein! Oh, Mist! So, ich hab's hier geschafft. Mit relativ wenig Schaden. Na okay, ich gebe zu, das ist eine Lüge. Ich war zwischendurch in einem vorherigen Level, um meine Energie vollständig aufzufüllen. Und dachte mir, wenn ich jetzt hier schon durchkomme, ohne Energie zu brauchen, auch wenn ich fast tot bin, kann ich ja einfach meinen Strahl hier benutzen und so wie es aussieht. The hero poised to strike the last blow. To seal in the authors of destruction forever. But lo, the lock shatters, the prison opens. Full of wrath, they emerge. To a world that time has crafted, mankind shaped. They see now it is not theirs to destroy. Humbled, they journey home. Our hero's work is done, and the spirit of the ages leaves him. His story ends. For now. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das schien die letzte Phase gewesen zu sein des Bosskampfs. Das wusste ich so nicht. Ich wusste nicht, dass das so schnell geht an der Stelle. Ja, ich weiß nicht. Am Anfang fand ich das Spiel echt gut. Aber so gegen Ende wurde es mir irgendwie ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Auch dieses typische ganz am Ende, die Geschichte ist hier vorbei. Naja, fürs Erste.
jetzt halt so ein, ja, wir wissen noch nicht, ob wir ein Sequel machen wollen. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich fand das Spiel am Anfang besser als am Ende. Wollte ich nur mal so sagen. Ja, ich hoffe, es hat trotzdem gefallen beim Zuschauen. Ich habe einiges gefailt, einiges verkackt. Ich muss auf jeden Fall meinen Skill verbessern. Mein Plattformer-Skill. Aber das ist ja letzten Endes genau das, was ich vorhabe. Weswegen ich immer und immer wieder Plattformer spiele. Jetzt weiß ich nicht, was ich als nächstes tun werde. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine kleine kreative Plattformer-Pause. Weil meine Hände schon ganz wehtun. So ein bisschen. Ich habe gerade ein bisschen viel in die Ohren und würde mich erstmal ein bisschen zurückhalten für ein paar Wochen. Und dann geht's weiter mit, ich weiß nicht, schlag mir was vor. Ich habe schon ein paar Ideen im Kopf, aber wenn ein guter Vorschlag kommt, bin ich gerne bereit, den stattdessen zu bringen. In meinem Kopf schwebt mir Fetz vor, F-E-Z. Oder Super Meat Boy, falls ihr das kennt. Ich glaube, ich habe noch irgendwas anderes in der Pipeline. Ach genau, Braid war das, genau, Braid. B-R-A-I-D. Weiß auch nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr ein tolles Spiel kennt, einen tollen Plattformer, den euch gefallen würde, dann schreibt einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder drüben bei Gothic oder in ein, zwei Wochen beim nächsten Plattformer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.